Glaubst du, dass die erste Generation das Trauma auf die erste Generation überträgt? Hast du Angst vor der Zukunft? Kann man Trauma vererben? Also waren sie nicht in einem Lager? Wie lange waren sie in den Wäldern? Wann sind sie geflohen? Wann hast du das erste Mal? Haben sie erst Großeltern im Holocaust überlebt? That's a great way to handle everything. Reise nach Jerusalem, huh?